Und hier ihr Platz 6. Gott würfelt nicht. Eines der berühmtesten Zitate ist einem wissenschaftlichen Streit zwischen zwei großen Physikern zu verdanken. Albert Einstein schrieb einen empörten Brief an den Quantenphysiker Max Born, der mit Zufallsprinzip und Wahrscheinlichkeiten arbeitete. Doch von Zufall in der Natur wollte Einstein nichts wissen. Bekannt wird sein Glaube an die Exaktheit der Naturgesetze in der griffigen Kurzvariante »Gott würfelt nicht«. Aber was genau meinte er damit? Und wer war Einstein überhaupt? Haben Sie mal etwas von Albert Einstein gehört? Nein, noch nicht. Kennen Sie nicht? Nein. Haben Sie mal etwas von Albert Einstein gehört? Ja, dem berühmten Professor, dem Physiker. Der Entdecker der Relativitätstheorie, der eigentlich recht hatte. Gott würfelt nicht. Damit meint er, Schicksal ist Schicksal und et kütt wird kütt, wie man in Köln sagt. Er als Wissenschaftler, der auf der anderen Seite aber sehr gläubig war, deswegen gesagt hat, also alles in der Natur hat irgendwo diesen Masterplan. Ja? Und er als Wissenschaftler wollte das beweisen, dass im Endeffekt nichts dem Zufall überlassen wird, sondern alles wirklich seinen Sinn hat. Und deswegen gibt es für alles eine Formel, weil Gott würfelt nicht. Er hat ja alles genau durchdacht. Er hätte auch sagen können, die Natur würfelt nicht, aber er hat extra Gott gesagt, weil er doch dann irgendwie ein gläubiger Mensch war. Und vor allem glaubte er an den schöpferischen Geist des Menschen. Der Urquell aller technischen Errungenschaften ist die göttliche Neugier und der Spieltrieb des bastelnden und grübelnden Forschers und nicht minder die konstruktive Fantasie des technischen Erfinders. Platz 5. Hier stehe ich, ich kann nicht anders. Gott helfe mir. Amen. Mutige Worte angesichts einer drohenden Todesstrafe. Mit seinen 95 Thesen gegen den Ablasshandel hatte Martin Luther Papst und Kirche gegen sich aufgebracht. Ein Katholik, der die katholische Kirche revolutionieren wollte oder sie sauberer machen wollte. Der große Reformator. Ja, für eine Wahrheit einzustehen, war damals noch sehr viel aufregender und sehr viel gefährlicher als heute. Luther wendet sich in seinen Schriften vor allem gegen die Praxis der Kirche, Sünden gegen Geld zu erlassen. Mehr als dringend eine Reformation gewesen. Nach der Verbrennung päpstlicher Schriften wird Martin Luther exkommuniziert. Er wird von Wittenberg nach Worms zitiert. Dort soll er im April 1521 vor dem Reichstag widerrufen. Im Wissen, dass dies sein Tod sein könnte, lehnt Martin Luther ab. Laut populärer Überlieferung tut er das mit folgenden Worten. Hier stehe ich. Ich kann nicht anders. Gott helfe mir. Sehr mutige Worte, die er da gebracht hat und vor allen Dingen sehr großes Risiko eingegangen für die damalige Zeit. Glaube heißt Festigkeit und Glaube heißt Standhaftigkeit. Glaube beinhaltet auch Mut. Nach Luthers Weigerung wird der Augustinermönch zum Vogelfreien erklärt. Der Ablasshandel wird bis Ende des 16. Jahrhunderts weiterhin praktiziert. Und hier ihr Platz 4 der berühmtesten Zitate. Ich habe fertig. Ein Gegenspieler wie zwei oder drei, die Gegenspieler waren schwach wie eine Flasche leer. Strunz! Strunz, ich zwei Jahre hier gespielt, sein Spiel. Ich bin immer verletzt. Wasser, erlaube, Strunz! Ich habe fertig. Ich habe fertig. Diese Spiele habe gespielt wie Flasche leer. Also er war einfach, das ist ja ein Füllhorn an Zitaten gewesen von Giovanni Trapattoni. Was? Erlaube Strunz, also mit diesem Unterton. Das ist unfassbar. Das ist, glaube ich, etwas, was auch in den Sprachgebrauch übergegangen ist. Man sagt nicht mehr, ich bin fertig, sondern ich habe fertig. Und damit hat er, glaube ich, wirklich Großes vollbracht. Nämlich zu zeigen, dass eine Sprache lebendig ist und dass sie sehr witzig sein kann. Zwei Tage zuvor hatten seine Münchner mit 0:1 gegen Schalke verloren. Trapp machte seinem Unmut lautstark Luft. Diese Spieler mussten, seit ihr mich, es seien die Fans, mussten alleine das Spiel gewinnen. Mussten alleine das Spiel gewinnen. Ich fand es sehr gut, dass er seinen hochbezahlten Mannen, die auf dem Platz da rumkicken,
Ja, einfach mal sagt, wo es lang geht. Ich habe fertig, Flasche leer. Also ich glaube nicht, dass Giovanni Trapattoni jeder mit gerechnet hätte, damit in die Sendung die berühmtesten Zitate zu kommen. Aber er hat es geschafft. Glückwunsch. Und in die Politik hat er es auch geschafft. Ich habe fertig. Um mit Trapattoni zu sprechen, die Flasche ist leer. Sie haben fertig. Flasche leer, wir haben fertig. Wir kommen zu den Top 3 ihrer berühmtesten Zitate. Platz 3, ich bin ein Berliner. Alle freien Menschen, wo immer sie leben mögen, sind Bürger von Berlin. Und deshalb bin ich als freier Mensch stolz darauf, sagen zu können, ich bin ein Berliner. I take pride in the words, ich bin ein Berliner. Das ist eines der wichtigsten Zitate, würde ich sagen, der letzten 100 Jahre. Das Schöne an diesem Zitat ist ja, dass man es so oft gesehen hat, dass man denkt, man wäre selbst dabei gewesen. Es hat weder vor ihm noch nach ihm jemand, glaube ich, so seinen Respekt für eine Stadt gezeigt und sich so vor einer Stadt verneigt. Kriegt man nie wieder hin, ist einmalig. Ein amerikanischer Präsident, der sagt, ich bin ein Berliner, der sagt damit ja auch, und Berlin passiert nichts. Ich passe auf dich auf. Ich bin ein Berliner. Eines der berühmtesten Zitate der Nachkriegszeit und ich glaube für das Selbstbewusstsein der Berliner, damals im geteilten Deutschland als geteilte Stadt, außerordentlich wichtig. Was der gute Mann ja nicht wusste, ist, dass der Berliner ja der Pfannkuchen ist und dass er eigentlich sagte, ich bin ein marmeladegefülltes Gebäck. Auf Platz 2 landete, wer zu spät kommt, den bestraft das Leben. Geschichtsträchtige Worte. Wer zu spät kommt, dem bestraft das Leben. Auch ein Satz, der eben dann dazu geführt hat, dass eben die verdammte Mauer dann gefallen ist. Mir war ehrlich gesagt nicht klar, dass Michael Gorbatschow das auch gesagt hat, also dass es ein Zitat von ihm ist. Ich glaube auch, das hat meine Mutter gesagt, bevor er das gesagt hat. Vielleicht hat er das von meiner Mutter. Das ist ja so wie mit allen Weisheiten. Wenn die wirklich gut sind, sind die ja so, dass sie auf alles anwendbar sind. Gorbatschow hat es so jedenfalls nicht gesagt. Die wortwörtliche Übersetzung lautet, ich glaube, Gefahren warten nur auf jene, die nicht auf das Leben reagieren. Diese sperrige Formulierung wurde später für die Geschichtsbücher begradigt. Seiner Beliebtheit tat das keinen Abbruch. Ein schönes Beispiel dafür, dass Journalisten, Korrespondenten, Übersetzer gerne mal Originalaussagen etwas schlanker formulieren, damit sie besser ins Konzept passen. Ich finde es toll, dass man so ein Zitat auch Herrn Gorbatschow zuordnet. Und hier ihre unangefochtene Nummer 1. I have a dream. Es war der Höhepunkt des Protestmarsches auf Washington. Martin Luther King einte die Menschen mit einer Vision, einem Traum. Dabei fallen auch die berühmten Worte, ich habe einen Traum. Sehr beeindruckend, sehr emotional. Er träumt davon, dass irgendwann mal Schwarz und Weiß gleich sind. Ein wichtiger Mann, der eigentlich selbstverständliche Dinge 1963, muss man Wissen ja angeprangert hat. Es gibt ganz wenige Reden, die irgendwo auf der Welt gehalten wurden, die so viel auf dem ganzen Globus bewegt haben, wie diese Rede, ich habe einen Traum. In den 60er Jahren sind die USA vom Rassismus geprägt. In öffentlichen Verkehrsmitteln, Schulen und Restaurants werden Schwarze und Weiße strikt getrennt. Weiße Rassisten wüten im Land, agieren mit Hass und Gewalt. An der Spitze der schwarzen Bürgerrechtsbewegung marschiert Martin Luther King, ein Baptistenprediger. In seiner Rede vor dem Lincoln Memorial spricht er Millionen Menschen aus dem Herzen. Eine unglaublich beeindruckende Rede. Ich werde sie nie vergessen, in meinem ganzen Leben nicht. Diese Rede von Dr. Martin Luther King hat mich insofern tief beeindruckt, als dass er in seinem Kampf für Gleichberechtigung und
Bürgerrechte, immer die Gewaltlosigkeit in den Vordergrund gestellt hat. Und die in diesem Traum ausgedrückt, das ist ein ganz großes Wort. I have a dream. I still have a dream. So, das waren Ihre Favoriten in Sachen berühmteste Zitate. Deshalb folgt jetzt das Schlusswort. Und wie lautet das? Richtig, wir haben fertig.